Hallo ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz, ganz frohe Weihnachten. Und dir natürlich auch, Wolfgang, ein ganz fröhliches Weihnachtsfest. Naja, und es ist Weihnachten, deswegen bin ich dir natürlich auch nicht böse, dass du herumgetratscht hast, dass ich schwanger bin. Ich wollte es eigentlich undercover halten, aber die Schwester Oberin, die findet das jetzt auch ganz okay. Sie sagt zwar, ich soll nicht gleich wieder zu dir zur Beichte laufen, das hat ja sowieso nichts gebracht. Aber ja, die freuen sich alle schon sehr auf den kleinen Wolfgang. Das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Ich finde einfach den Namen Wolfgang sehr, sehr schön. Wolfgang. Also, du könntest ja zum Beispiel Taufpate werden. Wenn du gut gelaunt bist, also wenn du schlechte Laune hast, dann nicht. Und nächstes Jahr Weihnachten, dann kommst du zu uns, ja? Schwester Oberin ist schon der Weihnachtsmann, aber du könntest ja den Krampus machen. Und dann, oh, das wäre schön. Also ich würde mich ganz, ganz doll freuen. Und der kleine Wolfgang bestimmt auch. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Und euch natürlich auch. Fröhliche Weihnachten!